Ja, herzlich willkommen, wie schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich bin heute wieder mit zwei besonderen Menschen hier, diesmal mit zwei besonderen Menschen. Ja, ihr seid Sigal und Nir Rosenfeld. Und ich glaube, ihr beide steht in Frankfurt für Veganismus wie wohl kein zweites Paar. Das ist doch richtig, oder? Könnte man doch sagen. Ja, natürlich würde ich gerne was von euch erfahren, aber ganz generell, ihr steht für Veganismus aus vielerlei Gründen, das erzählt ihr selbst, aber ihr, besonders du, Nia, hast wirklich ganz viel damit auch verändert in deinem Leben. Du hast nämlich in Frankfurt mittlerweile, ehrlich gesagt, ich dachte, es handelt sich hier um drei was, kommt gleich, du hast jetzt vier Restaurants, die rein vegan die Menschen beglücken. Ja. Also ich sage auch mal, wie die heißen, für die, die hier in der Nähe wohnen oder die von irgendwann mal hier nach Frankfurt kommen, damit ihr genau wisst, wo ihr gleich hingehen könnt. Das ist das Zeil Kitchen. Das war das erste. Ja, genau. Genau. Und dann das Kuli Alma. Genau. Das war das zweite. Dann Dominion. Ja. Food Revolution. Das ist eins zusammen. Ja. Das kam dann wahrscheinlich nach diesem Film. Kamst du auf die Idee, das so zu nennen? Und jetzt hast du mir noch mal erzählt, oder ihr mir, du hast ein viertes gerade aufgemacht, ja. Mobby ja. Imbiss. Ja. Und dann habe ich gesagt, Mobby Imbiss. Dann hat nämlich schon mal gefragt, oder du, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, kennst du denn den Mobby? Dann habe ich gesagt, nee, kenne ich nicht. Wer ist Mobby bitte? Warum heißt es Imbiss, dieser Imbiss so? Mobby ist eine, wie alt ist, 42 Jahre alt, ja. Amerikanische Musiker, sehr bekannt, der nicht nur singt, auch schreibt sehr bekannte Material. Und er lebt seit sehr, sehr jung, so wie Joaquin Phoenix. Die zwei haben sich entschieden, mit 5 oder 6 Jahre alt vegan zu leben. Was ist für mich eine, wie kann ein Kind in eine so eine konditionierte Welt schon mit in dieser Art, was ich nicht gemacht habe leider, Tiere einfach in Ruhe lassen. Und seitdem kämpft er und sagt immer, er ist voll tätowiert, sehr bekannt, for Animal Liberation überall. Und ja, ist ein mega Aktivist. Und ich würde immer jetzt alle meine zukünftigen Geschäfte, Läden, nur auf entweder Aktivisten oder Filmen, die da darüber berichten, damit. Weil Menschen fragen immer, warum Mobby oder warum Dominion und morgen wird Gerigorowski ein Laden aufgemacht und warum. Und dann erzähle ich so, by the way, warum und dann, ja, und okay. Was ist der Grund? Ich kann euch auch verraten, hier sitzen wirklich zwei Aktivisten vor mir. Also, was sind eigentlich Aktivisten? Warum seid ihr Aktivisten? Sigal, warum bist du Aktivistin? Was versteckt sich hinter diesem Begriff? Es ist ja so, wie das Wort schon sagt, dass man aktiv ist. Und ich denke, wenn man Werte hat, die einem sehr, sehr wichtig sind, dann reicht es nicht, nur danach zu leben, sondern wenn man was verändern möchte und diese Welt zu einem besseren Ort machen möchte, muss man aktiv sein. Und deswegen sind wir beide Aktivisten. Und das kann man in jeder Form, die einem passt. Also man kann auf die Straße gehen, man kann aber auch einfach nur bei der Arbeit tagtäglich Menschen aufklären. Man kann auch ganz einfach nur T-Shirts tragen, die mit einer Message, das bringt auch ganz viel. Da wird man auch oft angesprochen. Mhm. Also es gibt so viele Wege, aktiv zu sein und jeder ist hilfreich und verändert etwas, definitiv. Du bist Lehrerin. Richtig, genau. Eigentlich grandios, weil ich sage ja immer, bei den Kindern, da müssen wir anfangen. Also ich weiß zum Beispiel auch von eurem Sohn, der ist jetzt 11 oder 12 Jahre alt, da bist du mit ihm spazieren gegangen und habt irgendwie kleine Kälbchen gesehen und hast dann so lapidar mal gesagt, so nebenbei, das hast du im Übrigen gestern als Schnitzel gegessen. Ja. Und das war die Entscheidung deines Sohnes. Ja, und dann aufzuhören. Ja, Sigal war ein bisschen sauer, weil sie hatte das nur ein Kind. Wie alt war er denn da? Also 7 Jahre alt. Er war traumatisiert natürlich, weil der Schnitzel war noch hier. Und er hat diese Kalb gesehen. Und ich dachte, ich war, als sie mir ein bisschen angegriffen, ich dachte eigentlich, danke, dass sie gemacht hat, weil das hat mich gezeigt, dass ich was richtig jetzt gemacht habe. Wenn alle würden froh, dass ich es gesagt habe, wahrscheinlich habe ich das falsch. Ich lerne immer gerade von dieser Kritik.
Und in diesem Moment wusste ich, dass ich gut gemacht habe. Ich muss solche Sachen mehr sagen. Niemals und niemand direkt angreifen, aber immer die Wahrheit sagen. Ich gehe an den Park und ich sehe eine nette, hübsche Frau, läuft mit einem Pelz. Ich sage nicht, du bist eine Mörderin oder irgendwie so. Ich sage, was für eine schöne Frau, aber dann dieser Pelz, diese Arme. Ich kann nicht Ruhe bleiben. Immer das nett. Stimmt. Und ich habe genauso mit meinem Sohn gemacht. Ich habe ihm gesagt. Ja. Und er war schockiert, er war traumatisiert. Halbe Stunde danach waren wir in diesem Restaurant, in diesem Golfplatz in Bad Vilbel. Und alle haben bestellt so Tierleichen. Und ich war der Einzige, der vegan. Und Keanu Sigal hat gefragt, magst du einen Schnitzel? Er sagt, nein, ich esse wie Papa. Und dann kommen wir nach Hause und da sagt, ich bin auch vegan. Ich habe gesagt, was will ich? Ich war nur 2 Monate vegan. Mhm. Und alle haben gesagt, es ist ungesund, es ist gefährlich, bla bla. Und jetzt kommt mein Sohn und er war, seit dieser Sekunde hatte er nie einen Teil von meinem Tier oder geklaute Milch oder Ei gegessen. Das war vor ihm sofort, er hat das kapiert. Hätte ich das vor 2 Jahren gemacht? Oder? Ich weiß. Und ich weiß auch, dass er ganz viele angesteckt hat. Und deswegen zurück zu dem Thema, dass ich sage, wie schön, dass Kinder dafür offen sind und einfach ganz früh damit anfangen, weil das ist unsere Zukunft. Das ist die Zukunft für diesen Planeten, dass es überhaupt ein Überleben geben wird. Und deswegen, Sigal, noch mal zurück zu dir. Du bist Lehrerin. Mhm. Hey, was machst du denn jetzt? Du als Aktivistin, als vegane Aktivistin, bist Lehrerin. Mhm. In welcher Schule? Und ja, wie sieht es da aus? Kannst du das mal bitte beschreiben? Und natürlich will ich dann auch wissen, wie lange seid ihr denn jetzt eigentlich vegan und warum ist es gekommen? Aber jetzt erstmal deine Lehrerinnenaufgabe. Also du hast ja gerade über die Kinder geredet und das ist tatsächlich, finde ich, so, dass die Kinder eigentlich viel offener sind als die meisten Erwachsenen, weil sie halt auch noch nicht so lange konditioniert sind, weil sie Dinge hinterfragen und auch nicht scheuen, so aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Das ist meine Erfahrung. Alle Kinder oder nur bestimmte Kinder? Ich finde, im Allgemeinen kann man sagen, dass Kinder offener sind, sich Dinge anzuhören als Erwachsene. Das ist meine Erfahrung. Wenn ich die Kinder mit den Kollegen zum Beispiel vergleiche, dann merke ich das sehr. Und ja, also ich habe das Glück, dass ich Fächer in der Schule habe, wo man das halt sehr gut immer thematisieren kann. Welche? Ich unterrichte Englisch und Französisch. Mhm. Ich bin Klassenlehrerin, ich mache immer Sekundarstufe 1. Wie alt sind die Kinder? In der Sekundarstufe 1, also in meinen Klassen sind sie so ab 12 bis 16 ungefähr. Okay. Genau, ja. Und die sind sehr neugierig und wie gesagt auch sehr, sehr offen. Und wenn man zum Beispiel im Englischunterricht, da redet man ja sowieso schon immer über Werte. Also wir reden sehr viel über Menschenrechte zum Beispiel, ja. Und ja, ich werde es nie vergessen. Ich war mal in meiner 9. Klasse, habe über Menschenrechte haben wir geredet auf Englisch. Wir sprechen immer nur also komplett auf Englisch. Mhm. Und dann hat sich ein Mädchen gemeldet. Und die hat gesagt, ja, wenn wir über Menschenrechte reden, müssen wir auch über Tierrechte reden. Und die hat dann dass diese ganze Geschichte erzählt, wie der den Kühen halt, wie die geschwängert werden, wie man denen die Babys nach 9 Monaten wegnimmt. Und ich habe sie angeguckt. Ich war total baff. Ich habe mich erstmal bei ihr bedankt. Und weil man lernt ja auch sehr viel von den Kindern. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen peinlich, so als Lehrerin, dass man sich selber noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wo die Milch herkommt. Ne? Bei mir wurde auch immer erzählt, die geben halt die Milch, ist halt so, ist halt für uns. Ja, ja, aber ich finde es eigentlich überhaupt nicht peinlich, wenn ich so ganz ehrlich bin. Ich habe mir den Film Seaspiracy angeschaut und da gab es echt Sachen, die habe ich so nicht gewusst. Ja. Und ich lebe mit diesem Thema. Ja. Also von daher finde ich das auch nicht, finde ich das auch nicht peinlich. Und neulich hat mir gerade jemand erzählt, dass auch erzählt wird ganz offiziell, dass Kühe sowieso nur 8 Jahre alt werden würden. Ja? Also von daher denke ich, bitteschön, also wir haben Lücken und es ist doch toll, wenn sich dann Schüler trauen, sowas zu sagen. Das spricht im Übrigen für dich als Lehrerin. Bei mir also trauen würde ich sowieso das so sehen. Zum Glück nie ein Thema. Also die wirklich bei mir, die wissen auch, dass ich mich freue über Kritik und alles Mögliche. Ja. Und ja, es war nicht so einfach in der Schule, muss ich gestehen, am Anfang. Seit wann seid ihr vegan jetzt? Wie lange? Vier Jahre. 4 Jahre, genau. Okay. Genau. Ich muss gestehen, unsere Kinder waren vor mir vegan. Mhm. Ne? Ist öfter so. Es ging sehr schnell, aber trotzdem waren die noch einen Tick vor mir vegan. Mhm.
Genau, und es ist, als Lehrerin ist es schon toll, gerade in meinen Fächern kann man sehr, sehr viel darüber reden. Also man kann, mittlerweile ist ja auch bekannt. Also die gehen in den Pausen eigentlich, wollen die gar nicht mehr raus. Ich rede jetzt nicht von Corona-Zeiten, aber in normalen Zeiten, ja. Die stehen dann immer vorne und stellen mir Fragen und also es ist schon super. Ich finde, die Kinder sind ganz anders. Wie viele Kinder hast du denn schon beglückt? Also, dass sie sich damit auseinandersetzen und auch schon reagieren. Auseinandersetzen sehr, sehr viele, Hunderte, dass sie sich damit auseinandersetzen und dass sie selber, das ist ja so eine Sache, die sind ja abhängig, ne, von den Eltern. Die wohnen definitiv, ja, klar. Genau, und sicher gibt es auch Eltern, die da nicht so begeistert sind, ne? Wobei ich sagen muss, dass es bei mir noch nicht wirklich zu so richtigen Problemen gekommen ist. Ganz am Anfang hatte ich mal so eine Sache, wo ich auch zur Schulleitung musste, mit Schuldezernent, weil jemand hatte so einen Blog geschrieben und hatte dann, ohne Namen zu nennen, über uns beide geschrieben. Und da hieß es, dass ich in der Mensa Schweigeminuten für die Tiere halten würde. Und das haben dann viele Leute halt gelesen. Und war dem so oder war dem nicht so? Nein, dem war nicht so. Das ist so ein Spruch von mir, den ich auch den Kollegen sage. Habt ihr jetzt, wenn ihr die Milch in den Kaffee geschüttet habt, vielleicht wenigstens mal eine Schweigeminute eingelegt? Das ist so ein Spruch von mir. Aber dass ich das jetzt tatsächlich durchgesetzt hätte, nein, ich finde es auch eine tolle Idee, da hast du recht. Ja. Aber gemacht tatsächlich habe ich es nicht. Wie dem auch sei, ich wurde dann zur Rede gestellt und sollte ich nur mir 10 Minuten lang anhören, dass es nicht ginge, dass man keine Politik machen dürfe und so weiter und so fort und dann sagen, okay, ich mache es nicht mehr. Aber aus diesem Gespräch wurde ein anderthalbstündiges Gespräch. Ich habe dann erst mal gefragt, was die Aufgabe eines Lehrers ist, weil meines Erachtens nach ist es nicht nur, den Stoff beizubringen, sondern auch Werte zu vermitteln. Und inwieweit ist denn Verantwortungsbewusstsein ist ja sehr, sehr wichtig auch für die Kinder. Ja. Mit den ganzen Ressourcen, mit den Verschwendungen und mit dem Welthunger und so weiter und so fort. Und es kamen keine Antworten. Also ich habe gemerkt, die meisten Leute wissen es halt nicht besser. Ja, ging mir ja genauso. Ja, eben drum. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir solche Dinge machen, wie wir es jetzt tun, miteinander reden, damit einfach mehr Menschen davon erfahren und hören. Ja. Und damit war das Eis gebrochen in der Lehrerschaft für dich? Lehrerschaft würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es hieß dann, okay, man versteht es. Und ich konnte dann eigentlich wirklich tun und machen, was ich möchte, weil ich mache es ja immer kindgerecht. Die Kinder liegen mir ja sehr am Herzen, ich hänge sehr an den Kindern. Ich zeige denen ja nie irgendwelche Bilder, das können die sich auch selber angucken, wenn sie wollen. Ja. Mhm. Aber wenn sie mich fragen, dann antworte ich. Also ich werde niemals sagen, ja, das Fleisch hängt an den Bäumen oder was weiß ich was. Ja. So wie unsere Tochter arbeitet jetzt in einem Kindergarten und da wird wirklich nur gelogen die ganze Zeit. Die muss irgendwie kleine Schweinchen neben die Würstchen stellen, so lachende. Und da darf man auch nichts sagen oder erklären. Ja. Und das kommt für mich nicht in Frage. Und das habe ich auch ganz klar geäußert. Wenn ich irgendwo arbeite, wo ich die Kinder anlügen muss, dann ist es nicht der geeignete Ort für mich. Das werde ich auch nicht machen. Und das war dann auch in Ordnung. Mhm. Ja, und die Kinder sind sehr neugierig. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Kinder, die sich jetzt einsetzen für den Tierschutz. Kinder, die auch vegan leben müssen, möchten. Es gibt Eltern, die sich an mich gewandt haben, mich gefragt haben. Mhm. Zum Einkaufen, Bücher. Es war auch eine Mutter, die einmal geschrieben hat, toll, jetzt mein Kind isst kein Fleisch mehr. So, wir nennen das tote Tiere, aber die nennen das immer noch Fleisch, das ist normal. Ja, mindestens kannst du uns helfen oder solltest du uns helfen, mir helfen, was soll ich ihm? Und hat sie natürlich, anstatt zu sagen, ja, ist nicht mein Problem, machst du, weil sie hat als eine gute Mensch, hat sie natürlich diese Aufgabe ernst genommen und wirklich geholfen. Das gehört nicht zu, und sie hat niemanden gezwungen, auch kein Fleisch. Sie macht, was sie macht. Das Kind hat entschieden, keine mehr tote Tiere zu essen. Und die Eltern waren überfordert und kommen dann eher so, wie du musst. Muss sie nicht. Aber natürlich hat sie so reagiert, genau wie ich würde reagieren, sehr, sehr, sehr gerne. So, aber immer die meisten Eltern waren auch sehr, sehr, also so beim Elternsprechtag kamen auch sehr viele, die sagten, ich soll das Thema, eigentlich müsste das dann noch viel mehr drüber gesprochen werden. Also die waren richtig
positiv und also anders, als man eigentlich denkt. Und es ist auch so, jedes Mal, wenn es bei mir in der Klasse ein Frühstück oder sowas gibt, egal was, es ist schon ganz klar, dass bei mir keine Tiere oder Ausscheidungen von fühlenden Lebewesen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das wissen alle schon. Ausscheidungen von fühlenden Lebewesen, aha. Das ist auch eine neue Begrifflichkeit, also so finde ich auch ziemlich gut, weil es ist tatsächlich, ist es ja so, also es gibt noch andere Begrifflichkeiten dafür, aber das ist so eine trotz allem noch wertneutral. Das finde ich auch ganz spannend dabei. Also wenn ich andere aktive Veganisten höre, die bringen das dann schon noch mal auch heftiger, aber es ist dann auch in Ordnung. Also von daher gibt es bei euch ein richtig gesundes veganes Frühstück dann. Mhm. Ich habe eben gerade so die Idee, du mit deinen oder ihr mit euren Restaurants, ihr könntet doch eigentlich mal einen Ausflug machen, wie man halt auch wirklich richtig lecker vegan essen kann, weil das ist ja immer noch für ganz viele Mütter das Problem, weil die Kinder wollen das essen, was sie gewohnt sind, und das war meistens irgendwie was mit Fleisch. Und ich weiß, wir holen ja auch oft bei euch, beziehungsweise der Raul bringt dann Sachen mit nach Hause, gerade jetzt, weil es ja gar nicht anders machbar. Mhm. Also meine Güte, das ist ja, also da fehlt es ja an nichts, wenn man früher auch Fleisch gegessen hat. Ja? Ja. Das ist ja eigentlich, kannst du eins zu eins nebeneinander stellen und du merkst eigentlich nicht. Ehrlich, man kann natürlich gucken, müssen die ganzen Fleischersatzprodukte überhaupt sein, aber ich finde es eine total tolle Möglichkeit, einfach den Leuten zu zeigen, die ja Angst vor einer veganen Ernährung haben, weil sie gar nicht wissen, was sie kochen sollen, weil sie keine Lust haben, nur irgendwelche Möhren oder was weiß ich, oder Salatblätter dahin zu legen. Einfach mal zu sehen, wie viel Genuss und wie viel Können, wie viel Geschmacksvielfalt es auch gibt. Das ist doch super toll. Du hast genau den Punkt getroffen, genau. Ich finde, es ist genau das Gegenteil. Es ist eine Bereicherung. Ja. Es ist unfassbar. Man macht den Kühlschrank, man sieht nur Leben. Ja. Ja. Und ich habe angefangen, ich war früher nicht so die Köchin. Es war nicht so meins. Und seitdem ich das so viel Spaß macht, diese Farben, dieses Leben, mache ich die ganze Zeit Experimente. Geht nicht mehr raus an die Küche. Ja, wirklich. Immer bei jede freie Minute. Das macht so viel Spaß. Das kann man, also ich finde, das ist eine riesen Bereicherung. Und diese Ersatzprodukte, wie du sagst, die braucht man gar nicht. Okay, wenn man jetzt mal was schnell machen will, ja. Aber also man braucht es jetzt nicht. Man kann Burger und Schnitzel und sonst was kannst du ja aus allem machen. Aus Gemüse, absolut, aus Hülsenfrüchten, aus allem Möglichen. Und wie lecker das schmeckt. Also, ja, Wahnsinn. Das ist wirklich, es ist einfach unglaublich. Also ich weiß es nur, weil ich kenne eure Küche und ich bin einfach total begeistert. Und ich glaube, man müsste alle Leute einfach mal dahin schicken, ja. Also zum einen zum Probieren und dann zum anderen, das wäre natürlich auch nochmal so eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr daran gedacht habt. Ihr habt ja jetzt Küchen und sowas, dass ihr vielleicht dann auch so Kurse anbietet. Ja. Wir haben schon viele gefragt danach. Dass man das lernen kann. Ja. Weil es geht doch darum, also Frau, viele, viele Frauen, egal wo sie herkommen, ob das jetzt Menschen sind, die hier in Deutschland geboren sind, die nach Deutschland gekommen sind, mit all den Kulturschätzen, die sie mitbringen. Wenn die, also die haben, da haben Frauen auch häufig nochmal so eine besondere Rolle für das Essen in den Familien auch zuständig zu sein. Und wenn die lernen würden und könnten, dass sie eben kein Leid mehr verarbeiten müssen, sondern nur Positives. Wie toll wäre das denn? Habt ihr euch das mal überlegt, ob ihr das vielleicht machen könntet oder sowas anbieten? Wir haben gerade eine neue Lokal gefunden, das wird nur Küche. Das ist eine riesige Küche, wir bauen. Das wird 2-3 Monate, bis das fertig, in Frankfurt, in der Mainzer Landstraße. Und das wird eine riesige Küche, die in erster Linie produziert nur für meine 4 Restaurants, regelmäßig frische Sachen, auf dem Grund, dass es wird immer gleiche und einfacher. Die Restaurants sollen sich beschäftigen nur mit à la carte und natürlich Freundlichkeit und ganze andere Sachen. Aber diese ganze Produktion in 4 Restaurants macht keinen Sinn. So, diese riesige Küche, das wird kein Restaurant, nur Küche. Da wird auch
Vorträge gebe in einer Küche. Das wird auch Kochkurse. Ja. Das ist ja, da wird alles, alle möglichen anderen Sachen, das wird top gebaut mit dem besten Equipment, was man will. In Frankfurt mit Parkplätzen, mit alles drum und dran. Und wir arbeiten daran parallel auf vier. Ich sage das und ich muss erstmal immer überlegen, wie, ob das vier oder fünf oder sechs oder drei neue Projekte. So, die laufen parallel immer die ganze Zeit. Mhm. Noch ein Laden auf der Bergstraße, noch ein Laden in Mainz. Dieses Projekt, auch mit einer, ich habe jetzt einen Gastkoch aus der Schweiz, der Thomas Glässig, der kocht sehr gerne. Natürlich, er lebt vegan und kocht nur vegan, aber mehr nur aus gesund. Gesundes Vegan, Vollwert. Bio. Aus gesundheitlichen Gründen, genau. Nee, er kocht nur gesundes Vegan. Er arbeitet nicht mit Ersatzprodukten, nur so. Ja. Er reduziert die Gemüse so, wie das kein Salz, kein Zucker und schmeckt hervorragend. Genial. Also und mit ihm mache ich auch was und. Das ist, wir haben ja nur angefangen. Meine Güte. Also ich habe dann schon die nächste Idee für dich im Übrigen. Und zwar musst du natürlich Online-Kurse anbieten. Weil wir wissen nicht, wie lange das jetzt noch geht mit dieser ganzen Pandemie und so weiter, damit du einfach auch dieses Wissen rausbringen kannst und du probierst aus und gibst es dann alles auch weiter. Also Online-Kurse wäre vielleicht dann auch nochmal so eine Möglichkeit, die er mit berücksichtigen soll. Ja, ich würde gerne nochmal so auf deine Geschichte zurückkommen. Und zwar weiß ich, ich bin ja ein Frankfurter Mädchen. Ich bin ja hier geboren und Zeil Kitchen kenne ich, also das war immer für mich so eine, ja, so eine große... Also ein Pavillon Touristen und so. Ja, ja. Das hast du betrieben mit einigen Menschen zusammen. Ja. Schon, wann hast du da angefangen mit? Seit ich nach Deutschland gekommen bin, so 2003, 2004. Mhm. Okay, also 18 zwei Jahre Pause, weil die Stadt hat die ganze Straße renoviert, alles neu gebaut. Kleine Pavillon zerrissen und neue Pavillon gebaut. Ja. Und ich habe mich gefreut, dass ich diese Chance, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, der Laden Location, weiter. Ne? Genau. Also da war ich ganz anderer Mensch. Habe ich natürlich das gemacht wie jeden anderen Geschäftsmann. Ich wollte Geld verdienen. Hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, Gastronomie. Und dann ist passiert, was passiert. Ich habe einmal Gerry Jourovsky gesehen, vegan geworden. Hast du gesehen? Der Vortrag von Gerry Jourovsky. Gerry Jourovsky ist eine amerikanische Journalist, der ist auch so alt wie wir, so um die 50 Jahre alt, der sehr jung einmal in der Zirkus war und hat gesehen, wie die Elefanten dahinter, weil sein Schwiegervater war eine Clown. Und er hat angefangen zu demonstrieren gegen Tierqual im Zirkus und er wusste noch nicht, dass seine Wurst und Chicken Nuggets ist noch schlimmer. Aber intelligenter, sensibler Mensch hat das irgendwann mitbekommen und hat gemacht für die Tiere, was noch kein Aktivist weltweit gemacht. Er ist für mich die große Vorbild. Er hatte Tiere freigelassen, aus der Pelzindustrie hauptsächlich, um tausende Tiere. Ob er wirklich die Tiere gerettet oder nicht, das wahrscheinlich nicht, weil die würden alle entweder zurückgebracht oder geschissen. Aber er hat das war ein Thema. Er ist immer noch ein Terrorist, was ist lächerlich, in mehrere Länder, der darf nicht reinkommen, weil wenn du solche Aktionen machst, dann bist du eigentlich nicht nur normale Verbrecher, Terrorist. Der Gerry Jourovsky darf nicht in mehrere Länder immer noch 20 Jahre danach reinkommen. Terrorist, Bin Laden. Ja? Tiere zu quälen, zu töten für einen Pelz ist erlaubt, ist legal, ist normal, aber die Tiere frei. Um ihnen das Leben zu geben, nicht. Okay. Irgendwann hat er gesehen. Gut, ja. Ich wollte nur wissen, also du hast einen Film von ihm gesehen und das Vortrag, war ein Vortrag. Da habe ich entschieden, sofort vegan zu leben. Und dann bin ich aufgewacht und gesagt, super, ja, bist du Gastronom. Scheiße, warum hast du nicht auf deine Eltern gehört, Architektur gelernt oder irgendwas anderes? Was, Gastronomie, vegan geht's nicht. So dachte ich. Aha. Er hat alles erklärt, aber der hat nicht erklärt, da kann man auch gutes Essen. Ja. Aber was mache ich jetzt? Und das war Sigal war 100% an meiner Seite, als ich vegan geworden, aber dieses Thema, nicht mehr unsere Gastronomie weiter zu betreiben, das konnte ich nicht zu Hause reden, weil das ist gefährlich. Ich meine, wir haben drei gute laufende Restaurants, wir leben in einem ziemlich höheren Niveau, wir haben einen schönen Lebensstil und wenn der Nier kommt mit dieser Idee, dass er will nicht mehr Gastronomie machen und er hat nicht Architektur gelernt, er hat gar nichts gelernt, was macht er? Aber man hat gesehen, dass er läuft schon in diese Richtung, dass er will alles weg und Was hast denn du gedacht in dem Moment, als er ankam?
Also ich war so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite habe ich gesehen, dass ihm sehr schlecht geht. Der konnte ja teilweise nicht mehr schlafen nachts, weil er gesagt hat, es reicht nicht, dass er die Tiere in Ruhe lässt. Er unterstützt ja diese grausame Industrie mit seiner Arbeit. Ich habe selber verkauft, die Sachen. Es ging ihm wirklich richtig schlecht, ja. Deswegen habe ich es total verstanden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich schon Ängste gehabt, ja. Was machen wir mit den Kindern? Ich meine... Ja, ich habe schon natürlich mir Sorgen gemacht, aber mir war schon klar, dass das das Ziel ist. Nur das kannst du nicht von heute auf morgen machen, du musst das schon planen. Aber ihr seht, das ist genau so, wie ich immer sage, das sind für mich, deswegen habe ich die beiden eingeladen, das sind spannende Menschen, die erkennen etwas, also sie verstehen etwas, dann erkennen sie, dann treffen sie eine Entscheidung und dann steht Veränderung an. Und was diese Veränderung alles mit sich bringt und mitgebracht hat, das erfahrt ihr dann im nächsten Video, weil ich würde gerne noch mit euch weitersprechen, weil das ist so unglaublich spannend. Ich kann überhaupt nicht aufhören. Ich habe keine Ahnung, wie das mit der Zeit jetzt ist, aber ich denke, es ist jetzt erstmal für das erste Video okay. Ich bin so gespannt, ihr hoffentlich auch. Bitte schreibt mir unten in die Kommentare rein, wie ihr dieses Gespräch findet. Wie euch die beiden Menschen auch berühren und ob ihr mehr gerne davon haben möchtet, damit ihr auch für euch wieder weiter überlegen könnt, was hat das alles mit Werten, mit deinem Leben zu tun, mit deiner Gesundheit, mit dem deiner Liebsten und so weiter. Natürlich freue ich mich auch über den Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonniert, das kennt ihr alle schon. Und vor allen Dingen, dass ihr bitte, bitte dieses Video teilt, weil ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir hier zusammensitzen und sprechen können. Jetzt schon erstmal Dankeschön. Wir machen gleich weiter. Danke dir. Danke. Gerne fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ja, denkt einfach darüber nach, was wir hier so alles besprechen. Bis gleich oder bis später oder bis morgen oder wann auch immer.